Ihr kennt das sicherlich. Über die Jahre, wenn man Kampfsport trainiert, begegnet man den einen oder anderen psychisch labilen Trainer. Die sind als solche auf den ersten Blick gar nicht unbedingt erkennbar. Weil solche Trainer ihre Schüler aber benutzen und sie selber auch früher oder später darunter leiden, ist es total wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Und das werde ich heute mal. Gerade im Kampfsport finden wir immer wieder Trainer, die die allertollsten Geschichten über sich selbst erzählen. Dass sie im Krieg waren, dass sie Spezialeinheiten ausgebildet oder Zugriff auf Geheimtechniken haben. Insbesondere das Internet gibt ihnen dabei eine Plattform, um diese Münchhausen-Geschichten in die Welt zu tragen. In den meisten Fällen ist es natürlich Blödsinn. Meist haben Trainer, die sich an Heldentum andichten, ernsthafte psychische Probleme. Also besonders auffällig sind natürlich die Trainer, die mit ihren Kriegseinsätzen prahlen. Sie erzählen, dass sie Spezialeinheiten oder geheime Missionen geleitet haben, selbstverständlich im Ausland. Manche wollen dabei sogar Menschen getötet haben und nehmen das als Referenz für ihre Brutalität und Gefährlichkeit. Das alleine ist ja schon ziemlich kaputt. Je mehr diese Menschen mit ihrer angeblich brutalen Vergangenheit prahlen, desto unwahrscheinlicher ist sie, denn Ex-Soldaten leiden häufig eher unter Traumata und tun alles andere, als mit ihren Heldengeschichten zu prahlen. Die kennen nämlich den Unterschied zwischen Actionfilm und Realität. Warum also diese Märchen? Also erstmal ist es kaum verwunderlich, dass vor allem traumatisierte Jungen sich dem Kampfsport widmen. In dem Versuch der Ohnmacht durch Gewalterfahrung zu entkommen, wollen sie das Gefühl der Wehrlosigkeit überwinden. Und meistens auch das der Wertlosigkeit. Denn wer Gewalt oder Übergriffe in der Kindheit erfährt, dessen Selbstwertgefühl leidet. Bei manchen ist es so stark beschädigt, dass sie sich eine neue Identität verpassen, sich Geschichten ausdenken, die die schlimme Realität ersetzen sollen. Je schlimmer diese Erfahrungen sind, umso krasser sind dann in manchen Fällen diese erfundenen Geschichten. Wer sich zum Beispiel zum Kriegshelden erklärt, der spricht eventuell über den Krieg in seiner Familie, den er noch immer führt und fühlt. Bei manchen geht das sogar so weit, dass sie zu pathologischen Lügnern werden. Andere entwickeln eine antisoziale oder narzisstische Persönlichkeit oder sogar Psychosen. So kenne ich beispielsweise Kampfsportler und Trainer, die bewaffnet durch die Gegend rennen oder noch grotesker im Kampfanzug durch die Straßen laufen. Das entbehrt natürlich nicht einer gewissen Komik, wenn ein erwachsener Mann im Fantasiekostüm herumläuft. Vor allem aber ist es tragisch. Diese Männer fühlen sich tief im Inneren so klein und wertlos, dass sie ein Selbst erfinden, das bei anderen Menschen Anerkennung und Bewunderung auslösen soll. Also schlicht zusammengefasst wollen sie die Liebe, die sie als Kind nicht bekommen haben. Man kann diesen Menschen nur Mitgefühl entgegenbringen, allerdings nicht ausschließlich, wenn sie als Trainer andere Menschen, also ihre Schüler, missbrauchen. Damit meine ich, dass sie in der ständigen Reinszenierung ihrer traumatischen Erfahrungen eine Lebenskulisse erschaffen, in denen die Schüler zu Statisten werden. Sie werden benutzt, um den Selbstwert aufzupolieren, mit abstrusen Geschichten geblendet, im Training klein gehalten, damit der Trainer ja der stärkste Mann in seiner kleinen Fantasiewelt bleiben kann. Ein guter und gesunder Trainer hingegen hat das Ziel, seinem Schüler alles zu ermöglichen. Dazu zählt auch, dass er ihn ermutigt, mit anderen Ausbildern zu arbeiten, um so seinen Horizont zu erweitern. Ein labiler Trainer jedoch kann das nicht zulassen. Zu groß ist seine Angst, dass er entweder als Blender auffliegt oder dass sein Schüler einem anderen die Bewunderung zukommen lässt, die er für sich reserviert hat. Denn nur dafür braucht er seine Schüler und versucht sie um jeden Preis an sich zu binden. Andere Trainer werden daher oft schlecht gemacht. Überhaupt wird alles andere abgewertet, das eigene ständig überhöht als die beste und tollste und einzig wirksame Technik dargestellt. Von Andersartigkeit fühlen sich genau diese Trainer bedroht. Also ich habe mal zum Beispiel in einer Schule Schwarzgurte trainiert und bin da mit einer Louis Vuitton-Tasche hin. Und das entsprach nicht deren Symbolik und Codes. Und davon haben die sich bedroht gefühlt, von dieser Louis Vuitton-Tasche. Warum sollten Schüler solche Trainer vermeiden? Also solche Trainer
handeln erstmal gar nicht aus der Motivation heraus, ihr Wissen weiterzutragen. Sie sind auch nicht ernsthaft daran interessiert, dass andere Menschen zu guten oder gar herausragenden Persönlichkeiten in ihrer Disziplin werden, denn das bedroht ja ihre eigene vermeintliche Führungsposition. Deshalb werden sie im Training immer wieder darauf achten, dass die Schüler nicht zu gut werden. So werden sie beispielsweise im Sparring immer dann demütigen, wenn sich abzeichnet, dass sie unterliegen könnten. Es fehlt in einem solchen Setting einfach die Authentizität. Die Atmosphäre in solchen Schulen ist quasi toxisch. Hinzu kommt, dass jeder Schüler eine eigene Geschichte mitbringt und dass ein guter Trainer ein Gespür hat, weil er empathisch ist. Viele labile Persönlichkeiten mit antisozialer Störung oder narzisstischen Zügen sind allerdings gar nicht in der Lage, Empathie zu empfinden. Sie ist jedoch ein wesentlicher Faktor für ein gutes Training. Ein guter Trainer vermittelt nämlich nicht nur die Techniken seiner Disziplin, die übrigens auch individuell an jeden Schüler angepasst werden sollten, sondern gibt seinem Schüler Raum. Raum, um seine Persönlichkeit zu entfalten, sich im Training zu spüren und zu wachsen. Und er erfreut sich an jedem Fortschritt. Der Raum guter Trainer ist also ein Ort, in dem alle Platz haben. Es darf keine Kulisse sein, in dem psychisch labile Menschen ihre Traumata reinszenieren. Ich zum Beispiel mag es, Situationen zu inszenieren, also sie schön zu gestalten. Die Reinszenierung hingegen ist etwas ganz anderes. Sie gehört in die Hände eines Psychologen. Und deshalb gehören die Probleme psychisch labiler Trainer in eine psychologische Praxis und nicht in die Kampfsportschule. Und auch nicht in die Videos, die online verbreitet werden. Deswegen, lasst uns die Welt inszenieren. Lasst uns die Welt schön machen.